Und damit erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit dem Thema, wie ihr vielleicht schon im Video auch schon erkennen konntet, Wut. Ich habe nämlich ein Wutritual mit den Mädels hier im Haus ausprobiert und was dabei hochkam, das war einiges. Doch bevor ich euch mehr über dieses Wutritual erzähle, möchte ich euch erstmal das Ursprungsproblem von dieser angestauten Wut erklären, die da bei mir hochgekommen ist. Wut empfindet nämlich jeder von uns. Sie gehört zu unseren 7 Basisemotionen. Und wenn sie hochkommt, dann fühlt sie sich sehr, sehr, sehr doll an. Außerdem ist Wut im Gehirn eng verbunden mit deiner Angst. Beide sollen dir in gefährlichen Situationen dabei helfen, schnell eine Entscheidung zu treffen. Also ob du in der Stresssituation abhaust oder ob du kämpfst. Wir müssen zwar nicht mehr gegen irgendwelche Säbeltiger kämpfen, aber wir haben dafür andere Stresssituationen, in denen Angst oder Wut entsteht. Und manchmal gibt es dann halt irgendjemanden oder irgendwas, der uns wütend macht, sei es die aktuelle Lage oder deine Eltern, eine Freundin oder der Lehrer. Doch wie gehst du mit dieser Wut um, wenn die hochkommt? Ich beispielsweise habe gelernt, meine Wut zu unterdrücken oder sie einfach gar nicht mehr zu fühlen. Und das, meine lieben Freunde, solltet ihr nicht machen. Denn dann steckt in euren Zellen sehr, sehr, sehr viel Wut fest und ihr habt verlernt, sie auf einen gesunden Weg fließen zu lassen. Doch warum unterdrücken wir Wut überhaupt? Dafür gehen wir doch nochmal in unsere Kindheit, wo unsere Glaubenssysteme und Glaubenssätze entstehen und wo wir noch keinerlei Macht hatten. Und das steckt nämlich auch hinter der Wut. Ein Ohnmachtsgefühl. Also hinter der Wut steckt eigentlich das Gefühl von Ohnmacht. Und wenn wir als Kind halt irgendwas nicht bekommen haben oder irgendwas nicht tun durften, haben wir uns ohnmächtig gefühlt und wurden wütend. Und Wut ist etwas Gutes, denn durch die Wut können wir uns authentisch ausdrücken. Wir werden von anderen ernst genommen, wenn es wirkliche Wut ist, die einmal durchwillig. Da in unserer Gesellschaft aber die Emotion Wut genauso wie die Emotion Trauer eher als negativ bewertet wird und sogar eher als unangenehm, störend oder sogar peinlich dargestellt wird, haben wir schon in unserer Kindheit gelernt, dass Weinen oder wütend sein etwas eher Negatives ist und dass es nicht so gerne gesehen wird. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal in der Kindheit gehört, psst, sei still, schrei hier nicht so rum. Was sollen denn die Leute denken? Also ein braves Kind schreit nicht so rum. Beherrsch dich! Du brauchst jetzt gar nicht so wütend zu sein. Zerfix, jetzt reiß dich mal am Riemen. Also Wein tun nur Schwächlinge. Und schwupp haben wir gelernt. Also wenn ich wütend bin, bekomme ich davon Ärger. Also muss ich lernen, mich zu kontrollieren, um gemocht zu werden. Also haben wir uns schon als Kinder Strategien überlegt, um unsere Wut zu unterdrücken. Und wir haben diese Strategien so gut perfektioniert, dass wir die Wut teilweise überhaupt nicht mehr fühlen. Und genau da liegt auch das Problem. Entweder die Wut wird überhaupt nicht mehr gefühlt oder die Wut wird aktiv unterdrückt. Und diese Energie, die eigentlich fließen möchte, um auch wieder in ihr Gleichgewicht zu kommen, wieder in die Liebe zu kommen, bleibt aber in dir stecken. Und dann können daraus Blockaden entstehen. Und daraus kann dann Aggression entstehen und du explodierst bei irgendjemandem, der überhaupt nichts dafür kann und sagst Sachen, die du dann am Ende bereust oder machst Sachen, die du dann bereust. Oder du schaffst es, die Energie so lange in dir zu stauen, bis dein Körper irgendwann krank wird. Ja, und genau um diese angestauten, jahrelang angestauten Energien freizusetzen, ne, wo wir noch nicht mal gewusst haben, dass da welche feststecken, wollten wir durch dieses Wutritual Ausdruck verleihen. Das heißt, geballt mittels Stock gegen Kissen hauen in einem geschützten Raum, die komplette Wut und Aggression einmal komplett freien Lauf lassen und das aus den Zellen bringen. Das war der Ursprungsgedanke von diesem Ritual. Und ich hätte niemals gedacht, als wir das gemacht haben, was da hochkommt bei mir. Um uns erstmal auf dieses Wutritual einzustimmen, haben wir uns auch den ganzen Nachmittag schon Zeit genommen. Wir sind in den Wald spazieren gegangen, haben uns einen Zeremoniekakao mitgenommen,
haben dann an unserem Kraftort, da haben wir auch eine schöne Spirale aufgebaut, also die liegt da schon länger, aber haben sie noch weiter verziert und haben dann in der Sonne Kakao getrunken. Wir haben gesungen, getanzt und ja, einfach Spaß gehabt und den Nachmittag in der Sonne genossen. Nachdem wir da mit unserem Ritual fertig waren, sind wir nach Hause gelaufen und haben uns auf dem Weg Stöcke rausgesucht, die etwas stabil sind und ein bisschen was aushalten, und haben die eingepackt und mitgenommen für unser Wutritual. Zu Hause angekommen, haben wir dann ein schönes Feuer, Kaminfeuer angemacht, haben uns einen kleinen Altar gebaut, wo wir Dinge darauf gelegt haben, die uns persönlich wichtig sind, mit quasi Energien, die uns dabei unterstützen sollen, uns in dem Prozess unterstützen sollen, den wir da gleich angehen. Haben dann noch ein bisschen geräuchert, um negative Energien aus dem Raum zu schaffen, dass wir wirklich einen Safe Space haben. Und haben uns dann zusammengesetzt in einen Kreis und sind nochmal in uns gegangen und haben nochmal geguckt, innerlich, welche Situationen auch wir loslassen wollten. Und als ich schon in mich gegangen bin, ich hatte nichts Bestimmtes, wo ich jetzt sage, das will ich jetzt loslassen. Ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Habe mir dann so ein paar Situationen, wo ich in meinem Leben sauer war und es nicht ausgedrückt habe, natürlich versucht hochzuholen. Und habe dann angefangen, auch auf die Kissen einzuschlagen. Aber es war noch nicht dieses bewusste, ich löse da jetzt was. Und ich habe auch in einige Zeit auf die Kissen eingeschlagen. Aber der Schlüsselpunkt, als es bei mir richtig losging, war, als Nati mit ihren Prozessen fertig war, ich verlinke ja auch mal ihren Instagram-Kanal, in die Infobox, auf jeden Fall hat sie die Leitung von dem Ganzen plötzlich übernommen, ist zu mir gekommen, hat ihre Hände auf meinen Rücken gelegt und hat Blockaden gespürt, die in meinen Chakren vorhanden sind. Also Nati ist schon relativ weit in ihrer ganzen Selbstentwicklung, auch gerade in dem spirituellen und schamanischen Bereich. Da ist sie schon wesentlich länger dabei als ich jetzt zum Beispiel und hat da auf jeden Fall mehr Erfahrung und mehr Gefühl. Und sie hat nur ihre Hände aufgelegt und ich habe richtig gemerkt, das sieht man auch ganz gut im Video, wie sie den Punkt getroffen hat, wo die Energie festsitzt, und hat dadurch, dass sie Energie geschickt hat, den Punkt hochgeholt. Es hat sich angefühlt, als ob ich mich ja so energetisch übergeben müsste. Es ist richtig raufgekrochen, diese Energie, und kam dann eben als Wut raus, und dann ging es richtig los. Ich habe auch sofort Bilder in meinen Kopf bekommen von einer Situation, wo ich auch das Gefühl hatte, ich kann nicht so sein, wie ich bin. Nati hat auch Glaubenssätze bekommen, die sie mir dann gesagt hat, die ich sagen soll. Das ist nicht mal mit auf der Kamera, weil die Kamera ausgegangen ist, und ist vielleicht auch ganz gut, weil es sehr, sehr privat, und ich habe auch lange überlegt, ob ich das überhaupt zeige, aber mir ist es super wichtig, euch zu zeigen, dass Wut etwas total Normales sein sollte, auch sich damit auszudrücken und mal zu schreien. Das ist völlig in Ordnung, und ich finde, das sollte viel mehr öffentlich gemacht werden und nicht eher als unangenehm und peinlich oder ja, störend irgendwie betitelt werden. Weil Wut ist natürlich, und wenn die Wut mal fließen möchte, dann darf die auch gerne mal raus. Dann stellt man sich mal halt hin ins Haus, und wenn man angepisst ist, dann schreit man halt einfach mal, um der Ausdruck zu verleihen. Aber dann ist auch gut. Damit ist sie ja schon draußen. Und bei mir kamen dann halt eben einige Glaubenssätze raus, die ich gar nicht gedacht hätte, dass ich sie habe, dass die ein Problem wären. Aber dann ist mir bewusst geworden, wie mein ganzes Verhalten, schon seit ich Kind bin, darauf aufbaut, auf diesen Glaubenssätzen, den ich irgendwann als Kind entwickelt habe. Und es war einfach nur krass, was da hochkam. Und ich habe in meinem Leben noch nie so geschrien, noch nie so eine Wut gefühlt und sie kanalisiert rausgelassen. Es war total befreiend. Es war super anstrengend, aber es war mega befreiend. Also Leute, die das von außen gehört haben, haben gedacht, da wird jemand abgeschlachtet, glaube ich. Aber es war schön, das mal in einem sicheren Raum einfach rauszulassen. Weil wo hat man denn so die Möglichkeiten, seine Emotionen so freien Lauf zu lassen? Und natürlich mit der Unterstützung von Nati, das war ganz klar, dass
Ich wäre da niemals rangekommen an diese Glaubenssätze, an diese festgesteckten Energien, wenn ich keine Hilfe gehabt hätte zum Beispiel. Deswegen, ihr könnt Wutrituale auf jeden Fall gerne auch zu Hause machen. Es tut gut, auch Geschichten, die vielleicht eben erst passiert sind, mal rauszulassen. Aber wirklich Dinge, die wirklich tief sitzen, da holt euch immer Hilfe. Weil ich, wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass die Sache feststeckt. Das kam alles erst in diesem Ritual hoch. Und ich hatte in den nächsten 3 Tage so heftigen Muskelkater am ganzen Rücken bis hoch zu den Schultern. Also man nennt das energetischen Muskelkater, weil das sind Energien, die freigesetzt wurden, die schon seit Jahren festsitzen. Sitzen, wie gesagt, seit meiner Kindheit fest, eine Wut, Trauer in mir, die ich gespeichert habe. Und dadurch, dass die gelöst wurde und diese Energie in so einer Macht rausgegangen ist, war auch für mich eine Lehre, sich vorher aufzuwärmen. Weil das haben wir halt auch nicht gemacht und dadurch hatten wir halt 3 Tage Ultraschmerzen, weil das einfach so eine geballte, tiefe Wut war. Und ja, das war mein Wutritual und ich kann euch nur empfehlen, mehr in euch selbst zu gehen und zu gucken, was da fest sitzt, weil wir bauen unser Leben nun mal auf unser Glaubenssystem auf und manche Sachen sehen wir einfach nicht. Und beschäftigt euch mit euch und ihr werdet ein freieres und liebevolleres Leben führen können, weil man sich dadurch auch viel mehr lernt zu lieben und viel mehr in sein wahres Sein zu kommen. Und das ist einfach schön, Freunde, das ist einfach wundervoll. Und für diejenigen, die aktiv, wenn sie in einer Situation sind und Tipps brauchen, wie sie ihre Wut rauslassen können, Leute, wenn ihr merkt, ihr müsst gerade schreien in der Situation, dann schreit doch einfach mal, wenn ihr zu Hause seid. Oder wenn ihr jetzt nicht zu Hause seid und ihr vielleicht irgendwo in einem Café sitzt und ihr wütend seid, dann könnt ihr auch sagen eurem Gegenüber, ich merke gerade, dass da Wut hochkommt und ich fühle Wut. Und wenn ihr das allein schon kommuniziert habt, dann gebt ihr eurer Wut schon Ausdruck. Das ist alles. Und dann geht ihr halt mal kurz auf die Seite, kurz raus, atmet durch, fühlt die Wut. Es ist auch ganz wichtig, sie einmal zu verspüren. Sie will gefühlt werden. Genauso wie eure Freude, die ihr auch fühlt. Die fühlt sich nur schöner an. Aber eure Wut will genauso gefühlt werden. Und der andere Tipp ist, macht Sport auf körperlicher Ebene. Da kann man auch super viel Wut rauslassen. Sei es jetzt das Wutritual, was wir gemacht haben. Oder ihr sucht euch Kampfsport. Da, wo ihr treten könnt, gegen irgendwas boxen könnt. Das hilft auch mega, mega doll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr mit eurer Wut umgeht, ob ihr da auch Probleme habt, so wie ich, oder ob es für euch natürlich ist, eurer Wut Ausdruck zu verleihen. Das würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Und ich hätte auch voll Bock, einen Livestream zu machen. Sagt auch gerne mal Bescheid, ob ihr Lust auf einen Livestream habt, weil dann kann ich mal gucken, so ein Question-Answer, wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt. Oder einfach mit mir quatschen wollt über eure Sorgen gerade, wie es euch geht. Hätte ich auf jeden Fall auch super Lust drauf. Lasst es mich wissen. Ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Und jetzt habt einen wundervollen Tag, auch wenn das Wetter verrückt spielt. Aber die Sonne wird noch richtig kommen. Ich freue mich auf den Sommer. Und jetzt macht es gut. Bye bye, ihr Süßen.